Schließlich ist das ein Verlobungsfest. Er ist aufgehalten von staatlichen Angelegenheiten. Unsinn, ich weiß, dass er nicht im Palast ist. Er ist im Park spazieren. Im Park spazieren mit wem? Beruhigen Sie sich, Hoheit, er ist allein. Ist meine Tochter? Ich glaube, nicht zünftig,
schon das Theaterzelt seinen Namen? Ja, ab der neuen Spielzeit heißt das Theaterzelt jetzt Petersdom. Aber dazu brauchen wir, müssen wir ihn heilig sprechen, und dazu brauchen wir leider Gottes noch ein Wunder. Peter Spuler hat 6 Jahre lang hier die Heidelberger Schlossfestspiele geleitet, ohne dass er dafür die Heidelberger Schlossruine sanieren wollte. Ja, das ist ein Wunder. Ja, bei den Heidelberger Schlossfestspielen. Auf, komm zu den Schlossfestspielen. Ja, dann gehen Sie zu den Schlossfestspielen. Und machen Sie hier ruhig weiter. Ja, auf geht's, meine Herren. Wir müssen ein Geschenk machen. Hat jemand von Ihnen ein Geschenk? Ja. Wollen Sie noch ein Wunder? Nein, aber sagen Sie doch mal so unter uns. Ja, was denn? Was wird denn hier eigentlich gespielt? Zum allerletzten Mal der letzte Akt vom Studentenbrett. Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, es ist AIDA. Ja, müssen Sie damit spielen. Elefanten werden da immer gebraucht. Aber ich musste das diesen Perkeo in Zivil einmal sagen. Also, Lutz, ja. Zum allerletzten Mal, wo ist der König Prinz, denn schließlich? Der Prinz, ist im Park. Spazieren. Im Park spazieren mit wem? Beruhigen Sie sich, Hoheit, er ist allein. Das ist auch im Park. Sie auch? Ja, aber nicht allein. Leutnant Parinitz war so nett, Sie zu begleiten. Der ganze Hof sieht zu. Beruhigen Sie sich, Hoheit. Wenn die beiden in 3 Wochen der Hochzeit ebenso gleichgültig gegenüberstehen wie der Verlobung, dann wird das eine sehr erfolgreiche Ehe. Was für ein